Hallo, hier ist wieder Xy und weiter mit Mega Man und Base. In der letzten Folge haben wir das Spiel mit Base durchgespielt und nun geht der Albtraum eigentlich erst richtig los. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und dieses Mal nehmen wir nicht Base, sondern Mega Man. Toll, deine dritte Fähigkeit ist, dass du einen Daumen hoch zeigen kannst. Wirklich super. Da hätte man auch nichts Sinnvolles hinpacken können. Naja. Ja, also. Das Ganze jetzt nochmal etwas schwieriger mit Mega Man. Soll im Klartext bedeuten, ich versuche, nur um das nochmal klarzustellen, ich versuche, die Endgegner allesamt ohne Waffen zu besiegen. Sollte ich an einem Punkt feststellen, dass ich das einfach nicht hinkriege, oder, weiß nicht, vielleicht einfach, dass es auch im Spiel liegt, beziehungsweise zum Beispiel im ersten Level des Schlosses ist es ja theoretisch möglich, dass der Endgegner tatsächlich dafür konzipiert war, dass man zumindest dieses obere Teil, dieses obere Stück, mit dem er die Raketen abfeuert, dass man das mit Bomben zerstören muss. Ja, ich konzentriere mich dann immer wieder zu sehr aufs Spiel und dann Mist. Naja, aber ansonsten werde ich jetzt schon probieren, die Bosse ohne Waffen zu töten, aber zum Beispiel in Fällen wie Burner Man oder Dynamo Man sollte ich einfach merken, es haut nicht hin. Ich meine, ich werde mir insgesamt mehr Versuche geben als jetzt mit Base, was einfach folgenden Grund hat. Ich habe mit Base eigentlich auch so das Spiel so einfach gespielt, wie es nur möglich ist. Nämlich mit Waffen, mit Ausrüstung und allem. Naja, das wusste ich schon, dass du das machen würdest. Und ja, jetzt mit Mega Man. Da das Ganze, da ich mir das Spiel in dem Sinne schwerer mache, gebe ich mir da schon ein paar mehr Versuche. Nebenbei springt Mega Man extrem hoch in diesem Spiel. Naja, muss er ja auch irgendwo. Von der Reihenfolge her werde ich die Gegner in derselben Reihenfolge durchspielen wie im Durchgang mit Base. Das bedeutet, wir werden jetzt in dieser Folge definitiv noch Groundman besiegen. Groundman sollte soweit noch hinhauen, aber ja, in der nächsten Folge gibt es dann schon Tengu-Man und Tengu-Man dürfte schon einige Probleme machen. Naja, jetzt erstmal durch das Gebiet hier durchkommen. Ist ja jetzt mit Mega Man auch nicht unbedingt das Einfachste. Genau wegen sowas. Wir können uns jetzt nicht mehr durch den Doppelsprung behelfen. Und mir ist gerade erst aufgefallen, dass diese Schrift anders aussieht. Soll es vielleicht nochmal so ein Hinweis drauf sein, dass Base an Mega Man X angelehnt ist? Eieiei. Das fängt ja großartig an. Ich wollte gerade sagen, ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass der Boden ist. Ich habe nämlich da so ein dämliches Fenster, das mir sagt, neue Updates sind verfügbar. Und das verdeckt mir gerade einen ziemlich wichtigen Teil des Bildschirms. So ein Mist. Proto Man! Du bist zu weit gegangen, König. Ich werde nicht... Ja, den Text kennen wir ja schon. Ja, du hast die Daten heruntergeladen, die dir sowieso nichts bringen, weil du nichts damit anstellen kannst. Naja gut, auf der anderen Seite, wenn ich so drüber nachdenke, er meint ja, dass er mit diesen Daten eine mächtige Roboterarmee kreieren würde. Von dem her macht's dann schon wieder Sinn, auch das, was ich vorher meinte. Dass die Roboter Fähigkeiten haben, die wir von anderen Gegnern schon kannten, aber halt in einer ziemlich bösen Kombination. Proto Man! Es ist nur ein Kratzer.
Mir fehlen zwar die Beine, aber das ist nur ein Kratzer. Ein ziemlich großer Kratzer. Ein Kratzer, der ungefähr die Hälfte meines Körpers wegnimmt. Aber es ist nur ein Kratzer. Ich kümmere mich um das. Ich kümmere mich darum. Du gehst zu Dr. Light und lässt dich reparieren. Mit deinen Beinen, die nur einen Kratzer haben. Hä? Wo ist... inwiefern war Mega Man jetzt bitte arrogant? Autsch! So. Natürlich lässt sich dieser Green Devil viel leichter aufschießen als die Variante, die wir mit Base bekämpften. Naja. Ansonsten wäre man mit Mega Man da auch nicht wirklich durchgekommen. So, der alte Spielstand, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir spielen jetzt mit Mega Man. So, hier sind wir wieder auf dem üblichen Bildschirm. Dann bekämpfen wir mal wieder unseren ersten Gegner, Ground Man. Da ich Groundman auch sonst immer als erstes gemacht habe, sollte das jetzt kein großes Problem darstellen. Wie gesagt, die Probleme beginnen ab Tengumen. Da Tengumen einige ziemlich gemeine Angriffe kann. Diese Sprunghöhe bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Nicht in diesem Maß. Was ich aber schon mal merke, Mega Man ist tatsächlich stärker als Base. Schon mit den normalen Schüssen, obwohl die kleiner sind, als die Base abfeuert. Aber gut. Es sei, wie es wolle. Ja, ich könnte jetzt theoretisch mit Mega Man ein paar der CDs einsammeln, die ich noch nicht gesammelt habe. Aber... hey, ich hab's tatsächlich mal geschafft. Aber das habe ich nicht vor. Darum soll es in diesem Let's Play nicht gehen. Nein, in diesem Let's Play geht es jetzt erstmal darum, dass ich meine Nerven kaputt mache. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Und ich fürchte, dass an dieser Aussage weniger Witz dran war, als ich gerne möchte. So, jetzt stelle ich mich hier auch mal gescheiter an. Ist alles kein Problem, man muss sich nur mal anständig anstellen. So, da komme ich sowieso nicht drüber. Ich denke, da kann man noch nicht drüber. Lass mich doch angreifen. Ich glaube, ich sollte nur mit dem Buster angreifen. Aber er wirkt halt so extrem schwach in diesem Spiel. Einfach dadurch, dass diese Schüsse, ja, die sind in etwa so groß wie die Schüsse, die Base abgibt, wenn seine Waffe leer ist. Ja, doch, ich glaube, das dürfte die Größenordnung sein. Ach ja, ja, ja. Ja, es ist mal wieder Abend. Und kam gerade ein bisschen zur Ruhe und dachte mir, ich könnte mir doch mal wieder ein bisschen die Nerven strapazieren. Gut. Momentan werden sie noch nicht wirklich strapaziert. Momentan ist es auch generell aushaltbar. Hier in meiner Gegend. Aber, na, mal abwarten. Mal abwarten. Ach komm, lass mich einfach vorbei.
ich denke, Mega Man bin ich im Großen und Ganzen dann doch wieder eher gewöhnt als bei Ace. Mit Mega Man ist das Rutschen von Mega Man ist aber auch deutlich leichter handhabbar als dieses Sprinten von Bass. So, weg mit dir. Da unten wäre, glaube ich, sowieso nur eine CD gewesen. Das war es ja immer noch nicht. Jetzt kommt erstmal der Mist. Moment, wenn ich den Sprung voll aus. Nein, dann komme ich leider nicht hin. Schade, aber dann muss ich eben weitergehen. Aber hier könnte man sich eine der Statuen sparen, merke ich. Dankeschön. So. Und hier habe ich irgendwie. Achso, ja. Ja, das wäre ja der andere Weg gewesen. Den ich nicht nehmen wollte. Ich denke, das ist immer noch eine gute Entscheidung gewesen. Ach komm schon. Ja, da hatte ich nicht dran gedacht. Egal. Weiter. Dann müssen wir halt jetzt nochmal ein bisschen schneller hier durch. Blöde Mythos. Ja, ich sollte wieder was sagen. Ich weiß, ich rede viel zu wenig. Mir fällt einfach nichts ein, worüber ich reden könnte. Zum Spiel gibt es gerade wieder wenig zu sagen und im Allgemeinen. Im Allgemeinen nichts. Könnte alles so einfach sein. Würde ich mich nur nicht immer so anstellen. Jetzt muss der einmal wieder durchbuddeln. Beeil dich. Ja, weil bei diesen bohrenden Gegnern weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr, wie ich durchkommen soll, wenn ich sie nicht im richtigen Moment erledige. Ich wollte gerade sagen, als ob mich diese Würmer in irgendeiner Art und Weise stören würden, aber sie tun es offensichtlich. Meine Güte. Lass mich davon aus dem Konzept bringen. Jetzt mal wieder zu lange dauert. Das klingt jetzt wie so ein beknackter Werbespruch.
In dem Fall werbe ich aber nicht für ein Produkt, sondern sage einfach, es wäre länger da, dann kriege ich die Krise. Ja. Was soll ich denn in solchen Momenten machen? Mal ehrlich. Wieso darf ich hier nicht durch? Wieso darf ich da nicht drauf? Ganze Menge Fragen. Ich würde es interessieren, was hat das jetzt eigentlich geöffnet? Dankeschön. Nein! Oh. Wieso müssen solche Gegner überhaupt sein? Dass der Mittelpunkt hier ist, ja gut, das ist nur allzu nachvollziehbar. Lass mich raten, wir haben keine Leben mehr. Eines. Na gut, das werde ich gar nicht brauchen, wenn ich mich jetzt im Kampf nicht. Wenn ich jetzt im Kampf nicht blöd anstelle. Das war äußerst klug. Ach komm schon. Na? Geh drauf! Ja, Mega Man ist schon ist deutlich stärker als Space, deswegen geht das viel schöner. Die Waffen habe ich vorher nicht so bekommen, oder? Nein, nein, Mann. Space hat immer diese Flamme um sich herum. Red Drill, ja. Seht euch die Waffe an, ihr werdet sie frühestens im Schloss wiedersehen. Na gut, na gut. Die Waffen haben jetzt auch eine andere Farbe, warum auch immer. Bei Base hatten zwei Waffen trotzdem wieder die Farben von Mega Man. Keine Ahnung wieso. Naja. Beim nächsten Mal quälen wir uns dann mit Tengu Man. Ich bin Xi, das war's von Mega Man & Base für heute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!